Hey Tommaso, ja? Ich habe ja neulich ein sehr schönes Geschenk bekommen. Das freut mich für dich. Und zwar vom Markus Reck und seiner lieben Frau, die Maria, aus Landshut. Ja, großartig. Ja, und ein Champagner. Nein, kann es sein, dass es sich um den hier handelt? Ja, sag doch, Champagner. Ja. Ach, das spricht mir ja anders aus, oder? Ja, aber nicht wenig. Ja? Champagner aus der Champagne natürlich von Pierre Moncuy, würde ich sagen, dass es ja, so sich ausspricht. Grand Cru, ein Millésime, Extra Brut. Genau. Also das Extra Brut-Moment, das kriegen wir hier wirklich sehr, sehr gut mit. Verrückterweise ist aber auch zugleich sehr, sehr viel Frucht am Start. Also wir haben hier sehr zitrische Noten, wir haben sehr apfelstarke Noten. Und im ersten Moment, wenn man die Nase reinhält, denkt man, huch, Cidre ist es natürlich nicht. Also er hat eine wirklich ganz feine, schöne Perlage. Beißt auch richtig knackig für ein Extra Brut. Ist sehr, sehr stimmig. Wir haben jetzt relativ kühl im Glas. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn der 1-2 Grad mehr hat, dass er dann noch ein bisschen filigraner wird. Wobei, ich mag das ja, wenn es schon so schön kalt ist. Ist so ein ja, das ist bei hier bei 88 Grad, die wir gerade draußen haben, ist das eigentlich super stark. Ja? Nein, das ist ein wirklich ganz, ganz schöner, eleganter, aber halt wie gesagt, überraschend fruchtiger Extra Brut, der durchaus Kontur hat. Schönes Ding. Also ich später mal nur ganz zum Morgens, mittags und abends trinken. Vielleicht auch nochmal nachts so beim Aufstehen. So. Unbedingt. Ja, aber ich habe mir dazu ein kleines Amüsbusch dazu ausgedacht und dazu gleich. Da frage ich dich jetzt gleich. Aber gerne. Übrigens hier, nachdem wir jetzt hier ein paar Minuten Zeit hatten mit diesem großartigen 2008er Jahrgangschampagner, man merkt auf einmal, da kommt noch mehr. Was dein lieber Freund gesagt hat, ist absolut zutreffend. Der darf ein bisschen mehr Temperatur haben. Ja. Und dann wird er feingliedriger. Also nevertheless, tolles Zeug. Und damit sind wir beim Thema Morgel. Was machen wir denn heute eigentlich? Richtig. Wir machen übrigens zu diesem Jahrgang. Hast du es eben gerade gesagt, das ist ein Jahrgang Champagner? Richtig. Ja, also okay, wir machen zu diesem 2008er Jahrgang Champagner ein Carpaccio von der Wassermelone. Dann kommt da nur einfach so freie Hand, ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen frisch gehackte Minze. Und dann einfach nur so ein paar von vorgekochten Flusskrebsen. Ja, und ich zeige euch schon mal, wie wir Carpaccio. Also, wir haben uns eine große Melone geholt. Ja, haben die größte überhaupt. Ja, die haben wir ja gar nicht. Dann haben wir die hier einfach schon mal. Hier, guck dir mal. Auf der natürlichen Schafmesse. Ja. Da haben wir die mal gefittelt, weil dann kann man die einfach besser als Carpaccio oder schon. Ja, schön. Ist vielleicht mal. Ich schneide mal Carpaccio von so einem riesen Oschi, oder? Wie soll das gehen? Da brauchst du ja so ein Säbel. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Also, machen wir es da damit. Und immer schön, guck dir mal, ja, ich will nichts dazu sagen. Immer schön auf die Finger aufpassen. Ich schneide jetzt einfach mal so ein paar Tranchen, das ist geil, Tranchen, Carpaccio-Tranchen von der Wassermelone runter. Hier, ich glaube, das reicht wahrscheinlich schon. Für eine Portion, ne? Oder meinst du für... Reicht das? Ja, komm mal hier, komm. Wir sind noch jung. Wir sind noch jung. Da geht wie sie was. Das habe ich ein bisschen dick geschnitten. Das ist deins. Oh, Entschuldigung. Oh, das geht ja gar nicht. Schneidet man natürlich alles raus, ja? Schneidet da hier so Dreiecke raus. Das machst du da fein. Ja, dann tut er das halt hier so fächermäßig. Sieht das ein bisschen aus wie Windrad, ne? Ja, das machst du ganz, ganz schön. Und das ist auch extrem politisch korrekt, was du gerade machst, ne? Ja, wieso? Weil Windrad ist momentan ja ein Mods-Thema. Es wäre jetzt schlimmer, wenn du hier so Braunkohlebergwerk nachbauen würdest, ja? Sag mal, ich mache das noch ein bisschen dichter. Ja, das ist sehr schön. Weil wir haben ja auch genug. Ja, das baut er jetzt noch schön zusammen, ne? So, jetzt bauen wir hier einfach ein bisschen was von der Linse drüber. Ja, wie fein. Machen wir einfach freie Hand. Ein wenig Zitronensaft drauf. Zitronensaft. Und natürlich, ganz wichtig, jetzt kommt noch ein bisschen Olive Oil.
Wie hübsch das ist. Und jetzt nach Belieben Pfeffer oder ein bisschen Salz. Ich mache hier gleich noch ein bisschen Salz drüber und dann war es das. Nicht mehr, es reicht schon. Sag noch was dazu. Also wichtig, ich habe das wirklich nur minimal Pfeffer drüber gegeben und nur minimal Salz für die vorgekochten Flusskrebsschwänze, weil auch dieses Gericht soll einfach nur durch die Aromaten sprechen. Also sprich die Wassermelone, ein gescheites Olivenöl, nicht zu kräftig im Übrigen, also das darf nicht so bitter werden. Ja. Die frische Minze, Zitronensaft und das war's. Und natürlich hier ganz gerne Champagner.